Hallo? Bekommt der Bräutigam jetzt kalte Füße oder besser baust du ab? Was macht ihr denn hier? Hey. Wir haben gehört, da gibt es auch eine Hochzeit oder so. Da wollten wir dabei sein. Jetzt hast du alles verraten. Entschuldigung, ich habe überhaupt nicht gerechnet. Genau so war eigentlich auch der Plan. Friedrich hat uns eingeladen. Warum? Mir hat er erzählt, ihr seid die ganze Zeit in Wien und kommt nicht weg. Du musst deinem Neffen Hallo sagen. Gabriel, hallo. Oh, schön, dich mal kennenzulernen. Hallo. Ja, Brüderchen, hast Glück gehabt. Guck mal, sagt der Mama. Oh. Ich freue mich, euch zu sehen. Ja, sag mal, wie geht's der Julia? Super, bis auf die Tatsache, dass sie so verrückt ist, mich zu heiraten. Und deshalb haust du ab? Nein, ich habe ein Vorstellungsgespräch in Lissabon bei dem portugiesischen Meisterkoch überhaupt. Aber nicht bei Eduardo Soares. Doch. Ich habe gerade einen Bericht über den gelesen, der Ehrlich? Ist der Wahnsinn. Ich glaube, du musst doch pünktlich sein. Ich glaube, du hast recht. Bis morgen. Viel Glück. Ciao. Niklas' Hochzeit hätte ich um keinen Preis verpassen wollen. Mein Gott, ist das gut, dich zu sehen. Oh, und ein kleiner Mann wäre wirklich böse geworden, wenn er nicht endlich mal seinen Opa zu Gesicht bekommen hätte. Das ist wirklich eine Schande, dass Charlotte und ich es noch nicht nach Wien geschafft haben. Ach, das ist doch kein Wunder bei all dem, was hier los war. Unglaublich. Mein erstes Enkelkind. Mhm. Täusche ich mich oder hat der kleine Gabriel meine Nase? Keine Sorge, es gibt Schlimmeres. Sehr süß. Und wie fühlt sich das so an als frisch gebackener Vater? Einfach fantastisch. Und es ist kein Schreck. Mila hält Charlotte und mich immer noch ziemlich auf Trab. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Niklas. Ja, ich gehe mal davon aus, dass die beiden ihre Familienplanung demnächst in Angriff nehmen werden. Ein Tee? Gerne. Schon merkwürdig, dass Julia uns so lange täuschen konnte. Weißt du noch, bei unserer Hochzeit, als ich sie das erste Mal gesehen habe, da hätte ich Stein und Bein schwören können, das ist Sophie. Ich sagte, es war ein ziemlicher Schock, als wir gemerkt haben, dass es nicht ist. Mein Gott, verrückte Geschichten gehören in unserer Familie irgendwie dazu. Oh, zum Glück hat Niklas noch festgestellt, dass Patricia auf jeden Fall die falsche Wahl ist. Tja. Irgendwie sind wir alle auf die eine oder andere Weise auf dieses Miststück reingefallen. Naja. Endlich sitzt sie hinter Gittern. Hermann geht davon aus, dass sie da auch die nächsten 15 Jahre bleiben wird. Sie hat es auch nicht anders verdient. Lange genug gedauert. Aber das Kapitel Patricia ist Vergangenheit. Auf den kleinen Gabriel. Also auf dem Foto ist er ja wahnsinnig süß. Er ist das Beste, was mir je passiert ist. Also abgesehen von Leonard natürlich, aber das gehört ja irgendwie zusammen. Alles andere hätte mich auch gewundert. Mein Leben ist eigentlich viel zu schön, um wahr zu sein. So wie du strahlst. Ich hoffe, Julia und Niklas werden mindestens genauso glücklich. Bin ich ziemlich sicher. Und verdient haben sie es sich nach allem, was sie mitgemacht haben. Ja, ihr hat es ja auch nicht leicht. Und Friedrich dachte, nach all den Jahren kommt seine Tochter zu ihm zurück und dabei war Sophie schon lange tot. Friedrich ist ziemlich mit den Nerven fertig. Vor allem, weil er dachte, sich mit Sophie nach all den Jahren ausgesöhnt zu haben. Und trotzdem hat er Julia das alles verziehen. Es ist ihm nicht leicht gefallen. Aber er hat eingesehen, dass Julia nicht aus Habgier gehandelt hat. Sie wollte das Leben ihres Bruders retten. Aus Liebe tun wir manchmal die seltsamsten Dinge. Ja. Wir haben übrigens gerade Niklas getroffen. Ich hoffe, er hat Glück. Wobei? Naja, bei diesem Vorstellungsgespräch in Lissabon. Beim Sternekoch wegen der Sous-Chef-Stelle. Niklas und Julia wollen den Fürstenhof verlassen? Hast du das gar nicht gewusst? Nein. Pauline! Tina, da bist du ja endlich. Gott, warum hast du denn nichts gesagt, dass sie kommen? Friedrich hat größte Geheimhaltung gefordert, aber jetzt setz dich erst mal. Oh Gott, das ist so schön. Wie geht's dir? Fantastisch. Aha, so siehst du auch aus. Ich dachte immer, dass junge Mütter von oben bis unten bekleckert sind und Augenringe haben bis Meppen süd. Beschrei's nicht. Aber im Moment bin ich einfach überglücklich, wenn ich dieses wahnsinnig süße, strahlende, kleine Zauberbaby sehe. Und Leonard ist eine große Hilfe. Er wickelt Gabriel, er geht spazieren. Es ist so schön, um wahr zu sein. Oh Gott, das klingt auch so. Ja, das ist es.
Ich habe die besten Männer der Welt. Aber jetzt erzähl du mal. Wie geht's dir, Süße? Hast du Kontakt mit Jonas? Wir haben einmal telefoniert. Aber er ist jetzt in New York und ich bin hier und es passt. Okay. Es hat mir wirklich leid getan, als ihr euch getrennt habt. Es war das Richtige. Du, ich habe Leonard zum Babysitten verdonnert. Das heißt, wir können einen endlos langen Mädelsabend machen mit Schnulzfilmen und Schokolade und Chips und allem, was mir gefehlt hat. Oh, das würde ich so wahnsinnig gerne, aber es ist... Du hast schon was vor. Oh, kannst du das verschieben, bitte, 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 bitte? Leider nicht, weil es ist so, dass eine Freundin Mist gebaut hat und ich habe ihr versprochen, dabei zu helfen, es irgendwie auszubügeln. Okay, das verstehe ich natürlich. Ja, aber ich glaube, dass du mir dabei helfen kannst. Okay, schieß los. Wie immer, alles tipptopp, was? Pauline! Mensch, das ist eine Überraschung! Ich hoffe, eine gute. Ja, und wie? Ich habe schon Leuten gehört, dass ihr zur Hochzeit kommt. Ja, Leonard und ich waren ja eigentlich als Überraschungsgäste geplant, aber Niklas hat uns schon entdeckt. Aber der ist doch gar nicht mehr da. Er ist uns auf dem Weg zum Flughafen in die Arme gelaufen. Ach, hoffentlich hat er Glück in Lissabon. Aha, ich höre schon. Du kannst gar nicht erwarten, ihn loszuwerden. Nein, wir haben uns schon arrangiert, aber es kann nur einen Chefkoch am Fürstenhof geben. Und das bist natürlich du. Dann drücke ich mal euch beiden die Daumen, was? Sag mal, wenn wir nicht an die Bar gehen und uns einen Schluck unterhalten? Also normalerweise immer gern, aber diesmal muss ich passen. Ja, verstehe. Mann, Kind, Schwiegereltern. Du hast sicher Besseres vor, als deine Zeit mit mir zu verplempern. Oh, ganz im Gegenteil, mein Lieber. Wir beide haben alle Hände voll zu tun. Und da bin ich aber gespannt. Eine Freundin von Tina Poppy hat es irgendwie geschafft, die Hochzeitstorte zu ruinieren. Meine Schwägerin, wer hat dir denn das wieder angestellt? Also wir beide sollen jetzt die Hochzeit retten und diese Nacht eine neue Torte backen? Ganz wie in alten Zeiten. Na dann, frisch ans Werk. Ach, Max. Ja? Wissen Sie zufällig, wo Leonard Stahl ist? Ja, der wollte vorhin eigentlich nach Ah, da ist er. Ach, vielen Dank, Gott sei Dank. Gut, dass ich Sie hier treffe. Ist Ihr Bruder schon aus Lissabon zurück? Ja, soweit ich weiß, sitzt er noch im Flieger. Okay, hören Sie zu, ich sollte sein Trauzeuge sein. Aber ich muss zu einem Notfall und ich weiß nicht, ob ich es rechtzeitig zurück zur Trauung schaffe. Oh, okay. Könnten Sie im Notfall für mich einspringen? Klar, das mache ich sogar sehr gern. Vielen Dank. Vielen Dank. Kein Problem. Wissen Sie, wo Wegner ist? Ja. Leonard? Ist irgendwas passiert? Na, ich bin gerade zum Ersatztrauzeugen ernannt worden. Der Doc hat einen Notfall. Ah, ja, ja. Ja, Niklas freut sich bestimmt, wenn du das übernimmst. Sag mal, Papa, warst du mal in meiner Hochzeit auch so nervös? Ich muss im Moment an so viele Dinge gleichzeitig denken. Ich weiß noch, was hier los war, als Pauline und ich geheiratet haben. Ey, falls du Hilfe brauchst, ich nehme dir gerne was ab. Papa, entspann dich. Was soll denn da schiefgehen? Wie ich dich kenne, hast du alles perfekt geplant. Das wird ein wundervoller Tag für Julia und Niklas werden. Ja, wollen wir hoffen. Wir sehen uns. Wegner soll sofort in mein Büro kommen. Ja, Hildegard. Die ist gerade im Anmarsch. Ja, Hildegard, lass es dir gut gehen. Bussi, bis morgen. Servus. Ja, wen haben wir denn da? Hallo, Herr Sonnenbichler. Ich habe gerade mit der Hildegard telefoniert. Ich soll ganz schön grüßen. Oh, ganz lieb zurück. Dankeschön. Darf ich den kleinen Gabriel mal anschauen? Natürlich. Du bist gerade eingeschlafen. Ja, gut ist das. Ich weiß. Hey. Ich habe im Internet gesurft und ich habe gesehen, dass Niklas Flieger verspätet ist. Schafft das denn rechtzeitig zur Hochzeit? Na, ich fahre zum Flughafen und bringe ihn dann direkt von da zur Insel. Es müsste eigentlich gehen. Okay, aber der Babysitter für die Hochzeit ist noch nicht da und ich weiß nicht, wer auf Gabriel aufpassen soll. Ja, also da müssen Sie sich keine Sorgen machen, den können Sie gern bei mir lassen. Es ist nicht der erste kleine Racker, auf den ich aufpasse. Fragen Sie mal meinen Enkel Finn, ich bin ein toller Babysitter. Sagen Sie das hier lieber nicht zu laut, sonst werden Sie die Nanny vom Fürstenhof. Nur für ganz besondere Gäste. Na gut, dann ab mit dir. Okay? Okay. Das ist La Traviata. Ja? Falls er mal brüllt, könnte nützlich sein. Oh ja.
Oh nee, bitte, das darf jetzt nicht wahr sein. Okay, jetzt keine Panik, ja? Was hast du vor? Der Tank ist leer, du hast kein Benzin mehr. Das kann überhaupt nicht sein. Ich habe aufgetankt, bevor ich zum Flughafen gefahren bin, okay? Alter, wenn wir wenigstens auf einer Hauptstraße wären, aber du musst es ja unbedingt abkürzen. Über die Dörfer ist es halt manchmal schneller. Was guckst du denn jetzt? Naja, aber wenn der Tank leer ist, dann müsste doch eigentlich hinter uns eine Benzinspur sein. Ja, die man im Regen ja auch wahnsinnig gut sieht. Ja, das auch noch. Was? Ja, kein Empfang. Logisch. Wenn man das Ding einmal braucht. So, das heißt, wir stehen ohne einen Tropfen Benzin, mitten in der Pampa und können nicht mal Hilfe holen. Und es regnet noch. Okay, Niklas, lass mich jetzt einfach mal ganz kurz nachgucken, okay? Du bist lustig, ich muss zu meiner Hochzeit. Ach, die ist heute? Du, während du deine Nase in Kochbücher gesteckt hast, habe ich ein, zwei Autos repariert. Das bringt doch jetzt nichts. Ich gehe jetzt zu Fuß. Gibt's hier einen Schirm oder sowas? Ja, sag mal, du kannst ja auch schwimmen. Oder ein Trecker holt uns ab. Ja, sehr lustig. Wunderbar. Niklas, in die Richtung ist 50 Kilometer nichts, da kommen wir her. Lustig. Wir kommen. Mal sehen, wer zuerst auf der Insel ist. Niklas, das ist doch jetzt Schwachsinn. Niklas! So, mein lieber Herr Chefmechaniker, die Hochzeit ist gerettet. Was? 2 Kilometer weiter war eine Tankstelle. Nee, warte, stopp. Wir haben noch ein Problem. Was denn? Du kannst keine Autos reparieren? Doch, kann ich. Hey, nein! Der Tank hat einen Riss. Das ist ein Scherz. Nee. Oh, wir müssen den irgendwie abdichten. Abdichten? Ja. Der muss geschweißt werden. Hier. Nein, ich will kein Kaugummi. Kau. Wir dichten den Tank mit Kaugummi ab. Kau. Das ätzt sofort weg. Ja, bis zur Insel hält das. Kau jetzt. Ah. Was mache ich hier eigentlich? Du willst zur Hochzeit, oder? Lustig. Nee, du bist noch nicht fertig. Mach dein, ich kann nicht schlafen. Weißt du, wie groß der Riss ist? Du hast gesagt, das war ganz schön knapp, mal ehrlich. Ach, da sind die. Ich habe die Wette gewonnen. Ich zweifle nie wieder an deinen Fisch. Oh, warte, mein Bruder lobt mich, das muss ich genießen. Wo bleibt ihr eigentlich? Was ist denn los? Wir haben gefühltes Kilo Kaugummi gekaut. Ich habe immer noch Kieferschmerz. Bisschen Kaugummi. Wir hatten ein Loch im Tank und das haben wir gestopft mit Kaugummi. Mit Kaugummi? Das war deine Idee, erinnerst du dich mehr? Entschuldigung, meine Idee? Du bist ein bisschen alt geworden, oder? Hast du früher etwa auf mich gehört? Ja, mal, damals. Hat die etwa noch Junggesellenabschied nachgefeiert, oder was? Oh, das erkläre ich dir später. Ist Julia schon da? Ja, sie stirbt fast von Nervosität, weil du so spät bist. Hast du die Ringe dabei? Ich glaube, die habe ich vergessen. Kann ich sonst noch irgendwas tun? Binde deinen Schuh, bitte. Ja. Oh. Sehr gut. Ich zittere. Und mein Sohn? Bist du bereit? Dir ist schon klar, das ist die letzte Gelegenheit, sich die Sache nochmal zu überlegen. Nee. Oh. Wo ist meine Braut? Ganz ruhig. Ich hole sie. Schwester, herzlich willkommen. Danke. Und wer weiß, wenn es bei dir so weit ist. Hm? Gut, dass ihr nie aufgehört habt, auf eure gemeinsame Zukunft zu bauen. Ich hoffe, dass euer Traum niemals endet. Danke, Tine. Danke für alles. Und du passt gut auf meine Freundin auf. Ja, sonst bekomme ich Ärger mit dir. Ja. Ich tue mein Bestes. Versprochen. Mein Bruder, herzlich willkommen im Club. Ich wünsche dir alles, 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 alles Liebe. Danke dir. Zwick mich. Okay. Nein, nicht die Braut verprügeln. Entschuldigung. Auf das Brautpaar. Auf das Brautpaar.
Frau Stahl? Herr Stahl? Ich habe einfach wahnsinniges Glück. Gabriel ist ein solcher Sonnenschein. Dann haben Sie wohl alles richtig gemacht. Das hoffe ich. Danke sehr. Dankeschön. Also du und Charlottes Schwester? Oh, ich mag sie. Das ist ein schwebendes Verfahren. Die Beweisaufnahme ist noch nicht abgeschlossen. Okay, alles klar. Dann sage ich mal toi, toi, toi. Wird schon schief gehen. Wow. Also, was du da alles gezaubert hast. Ich habe auch die ganze Nacht in der Küche gestanden. Na dann, wollen wir? So, ich würde sagen, ich bin oben und du unten. Ah, ja. Du bist der Boss. Aber ich entscheide, wie es lang geht. Das fängt ja gut an. Spaß. Das ist eine Insel, du entkommst uns eh nicht und die Braut ist der Boss, also los jetzt. Seid ihr alle bereit? So, eins, zwei, drei! Da versucht aber jemand, die Beweisaufnahme zu beschleunigen. Und was wird auf uns Jungs tun? Vielen Dank nochmal für die großartige Torte. Ach, André hat mir ja geholfen, ist gar kein Problem. Gott, meine Pauline ist immer so bescheiden. Dabei verwöhnt sie mich jeden Tag mit neuen Kuchen und Torten. Oh. Oh. Wir haben aber auch beide Glück mit unseren Frauen. Würde ich auch. Bleibst hier. Hey, sie hat auf meinen Bruder geschossen. Du gehst jetzt mit den anderen ins Haus, sofort. Nein. Sofort. Nein. Bringt euch in Sicherheit. Pauline, nein. Passt du auf? Ja, ja, ja. Bleib stehen, du Miststück. Ganz ruhig. Und jetzt holst du Mila aus dem Boot. Patricia, du hast keine Chance. Überraschung. Ich bin am längeren Hebel. Patricia. Nimm die Waffe runter, okay? Du machst alles nur noch schlimmer.
Ich knall euch ab. Was siehst du denn da? Geht die Sonne auf, ne? Ja. Also wir zwei wären ja soweit. Hast du Lust, spazieren zu gehen? Ich dachte, ihr zwei Trödeltanten wärt längst fertig. Oh nein, irgendwie haben wir da ein bisschen die Zeit vergessen. Ja, dann musst du drücken. Die kleine Maus. Ja. Jetzt hat sie keine Mama mehr. Ich glaube, Mila wird's auch nichts fehlen. Ja, weil du nämlich ein Engel bist. Da bin ich mir sicher. Bist du das? Wo sind denn deine Flügelchen, du kleine Maus? Wo sind die denn? Da kann man drücken. Drück mal. Ja, musst du drücken. Du hast die sehr vermisst, hm? Oh Gott, ja, und jetzt merke ich erst, wie sehr. Du kannst drücken. Mila, immer drücken. Guck mal. Was glaubst du denn, wie sie die ganze Sache überstanden hat? Ich glaube, sie hat nicht viel mitbekommen. Oder hast du was mitbekommen? Ja, du bekommst alles mit, ich weiß. Das meiste hat sie eigentlich verschlafen. Zum Glück. Zum Glück. Jetzt ab mit euch. Wohin denn? Anziehen, losgehen. Mila, ich muss dich jetzt anziehen. Wir wollen noch spazieren. Möchtest du mit spazieren gehen? Komm, wir stehen auf zusammen. 1, 2, 3 und hoch. Komm, wir stehen zusammen auf. Komm. Wow. Spazieren gehen. Ja, und los. Los geht die Reise. Ja, ich muss dich mitnehmen. Boah, immer nix. Einmal nix, einmal Schirm. Wie geht's dem frischgebackenen Ehemann? Die Hochzeit ist nicht so gelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt, oder? Naja, aber jetzt gibst du noch Julia und mich. Und was ist mit dem Meisterkoch aus Lissabon? Hat der sich gemeldet? Bis jetzt nicht. Ich fürchte mal, damit ist die Sache dann noch durch. Das heißt, du bleibst hier? Naja, also ich kann mich schon mit Knopka arrangieren, aber wenn es nach mir geht, also ich würde am liebsten alles hier abschließen und mit Julia noch mal ganz von vorne anfangen irgendwo. Es ging Pauline und mir ganz genauso. Natürlich vermissen wir den Fürstenhof, aber nach Wien zu ziehen war die beste Entscheidung überhaupt. Nach der Pauline zu heiraten. Wenn ich ehrlich bin, ist das eine ganz persönliche Meisterleistung von mir. Sollen wir spielen? Bei dem Wetter? Oh Mann oder Männer. Schirm weg, Schirm weg, Schirm weg, Schirm weg. Komm, komm. Ich mach dich fertig. Oh, was? Das ist so ein Foul. Nein, jawohl. Dann war's doch eine Chance. Jetzt werde ich die Süßigkeiten der ganzen Welt aufessen. Nein, das wirst du nicht. Das werde ich verhindern. Komm schon, Meiser. Oh nein, der Meiser. Ja, der Meiser. Dieses verdammte Foto. Das halten mich alle für einen eiskalten Mörder. Du hast genau das Richtige getan. Mit der Meinung stehst du ziemlich allein. Ich kann sofort bezeugen, dass du nur in Notwehr gehandelt hast. Und Niklas auch. Wenn du nicht geschossen hättest, dann wäre Patricia mit Mila über alle Berge. Und vorher hätte sie auf euch geschossen. Ja, eben. Wer weiß, was sie alles versteht. Wahrscheinlich wieder einer dieser verdammten Journalisten. Stahl. Vater, was ist los? Wer war das? Consuela Morales Diaz. Barbara von Heidenberg. Sie will sich Mila holen. Koste es, was es wolle. Und jetzt ein Looping. Und was hat Kommissar Meiser gesagt? Was hat er gesagt? Dass er die Drohung durchaus ernst nimmt. Wow. Und mehr ist ihm dazu nicht eingefallen? Er hat mir endlos von seinen Erlebnissen mit der Heidenberg erzählt, bis ich ihn abgewürgt habe. Er hat sie nur einmal überführen müssen. Ein einziges Mal. Fürs Erste schickt er uns einen seiner Männer vorbei. Polizeischutz? Ja, trotzdem werde ich einen privaten Wachdienst engagieren. Na super. Die haben sich gestern auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ja, was soll ich denn machen? Wenn du einen besseren Vorschlag hast, bitte.
Ja, den habe ich tatsächlich, aber der wird dir nicht gefallen. Mich kann so schnell nichts mehr erschüttern. Wenn du Mila aus der Schusslinie bringen willst, bei uns wäre sie sicher. Ich habe mit Pauline gesprochen und sie ist einverstanden. Du willst... Ich will sie mit nach Wien nehmen, weil sie da niemand vermutet. Du willst mir meine Tochter wegnehmen? Ich will die Mila nicht wegnehmen, ich will, dass sie in Sicherheit ist. Und dafür soll ich mir mein Leben von dieser Verbrecherin diktieren lassen? Vater, hast du eine Wahl? Patricia ist tot. Was will die Heidenberg mit meiner Tochter? Sie ist ihre Nichte. Und selbst wenn das nicht der Grund ist, dann ist es Rache. Vater. Du musst den Tatsachen ins Auge sehen. Leon, ich kann das nicht. Okay, was ist dein Plan? Ich hab keinen. Aber ich lass mir was einfallen. Es ist doch nicht für immer, es ist nur für einige Zeit. Für einige Zeit? Für ein paar Wochen? Ein paar Monate? Jahre? Irgendwann erkennt mich Mila nicht mehr. Mein Gott, das ist doch Unsinn. Sie kann mit Gabriel spielen. Pauline ist eine tolle Mutter und ich werde Tag und Nacht auf sie... Ich weiß, das klingt ja auch alles ganz vernünftig, aber... Überleg's dir. Du musst Mila so oder so aus der Schusslinie bringen. Und zwar bald. Mensch, ich freue mich für dich, dass es mit Lissabon geklappt hat. Wann geht's denn los? Morgen. Ah, okay, dann. Dann ist Vater allein. Oh, jetzt fang du nicht auch noch an. Ja, Vater ist allein. Bis auf seine Frau, seine Tochter und all die anderen hier. Gut, klar, das Drama um Patricia nimmt ihn wahrscheinlich mit, aber was er jetzt nicht gebrauchen kann, sind erwachsene Kinder, die ihm die Händchen halten. Ja, und da bin ich mir nicht so sicher. Wo ist das Problem? Danke. Danke. Sehr gerne. Vater hat einen Anruf von Barbara von Heidenberg erhalten. Was will sie? Mila. Hört dieser Wahnsinn eigentlich nie auf? Ich habe ihm angeboten, Mila heimlich mit nach Wien zu nehmen. Wie hat er reagiert? Er liebt sie sehr und will sie nicht trennen. Gibt es Alternativen? Ich sehe keine. Ja, und wenn er das auch eingesehen hat, dann sind nicht nur Julia und ich weg, sondern... noch Mila. Ja. Und unser alter Herr ist nicht mehr so tough wie früher. Was? Ach, naja, dass wir zwei hier mal sitzen und uns Sorgen um Vater machen. Es fühlt sich so an, als wären wir erwachsen geworden. Na, du kleiner Mann. Es fallen dir schon die Augen zu. Träum was Schönes, ja? Eingeschlafen. Was meinst du, hat er sich anders überlegt? Gib deinem Vater einfach einen Moment. Er möchte sich sicher in Ruhe verabschieden. Wir werden ihm Fotos schicken und Videos und alles, was er haben will. Er kann die Kleine ja auch am Telefon hören. Ja. Das mit die Heidenberg hoffentlich nicht abhören. Das hier, das ist ihr absolutes Lieblingstier. Und dieses Buch, das steht ganz hoch im Kurs mit den Tieren aus dem Zoo. Und sie liebt Brezen. Hey. Charlotte, Brezen haben wir auch in Wien. Und ich kümmere mich um alle ungesunden Süßigkeiten, versprochen. Abends singen wir auch immer ein bisschen. Ich weiß. Charlotte, ich habe mich in den ersten Monaten ausschließlich um Mila gekümmert.
Ich verspreche dir hoch und heilig, es wird alles, alles gut. Alles. Sie wird mir so fehlen. Ach Gott, ich weiß doch. Schau mal, Mila, da ist dein großer Bruder Leonard. Da ist Pauline. Ja, freut sich schon sehr auf die Reise. Da macht das Riesenrad in Wien. Bitte, Leonard, pass auf dich auf. Hey. Hoch und heilig versprochen hast du. Ich komme so bald wie möglich nach Wien. Sag mal jetzt, meine kleine Prinzessin, werde dich sehr vermissen. Auf bald. Hast du alles? Tschüss.